Hallo und herzlich willkommen zu Euronews am Abend. Schön, dass Sie zuschauen. Und das sind die Themen an diesem Montagabend. Dürfen IS-Kämpfer und ihre Familien nach Europa zurück? Wer gewinnt die Europawahl? Die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Und Einreise verweigert. Venezuelas Regierung stoppt Europaabgeordnete am Flughafen. Das Thema betrifft mehrere EU-Staaten und stellt sie vor ein juristisches Dilemma. Hunderte europäische Familien, die im Norden Syriens festgenommen wurden, wollen in ihre Heimatländer zurückkehren. Ein Recht darauf. Genau das fordert US-Präsident Trump. In der EU stößt er damit auf Unverständnis. Der Rückkehrwilligen ist die Britin Jemima Begum, die sich 2015 dem IS angeschlossen hat. Rückkehrerlaubnis für ihre Tochter und deren Sohn gebeten. Unser Korrespondent Damon Embling hat sich umgehört. Schule, bis sie 2015 nach Syrien aufbrach und sich dem sogenannten Islamischen Staat anschloss, gemeinsam mit zwei Freundinnen. Heute steht die Terrormiliz vor dem Fall und Begum, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, will zurück nach London. Dort treffen wir Hussein Abbasi. Seine Tochter Amira machte sich 2015 gemeinsam mit Jemima auf den Weg nach Syrien. Geht es nach Abbasi, sollte Jemima so schnell es geht mit ihrem Baby nach England. In Großbritannien sagen, dass sie das nicht tun sollte. Sie sagen, Jemima habe ihr Land verraten. Ja. Und ich sage, Jemima sollte das Recht haben, nach Hause zu kommen, weil sie britische Staatsbürgerin ist. Andere Menschen sind vielleicht anderer Meinung. Ich sage, man sollte es ihr erlauben. Finden Sie, man sollte gegen Jemima ermitteln, sollte sie zurückkommen? Ich will dazu nichts sagen. Die Frage ist, selbst wenn Jemima Begum mit ihrem Baby nach Großbritannien zurückkehren kann, wie einfach wäre es für sie, London wieder aufzunehmen? Ihr Fall hat eine große öffentliche Debatte ausgelöst. Die Meinungen könnten gespaltener. Sie hat diese Entscheidung getroffen, als sie 15 war. Viele von uns treffen ziemlich schlechte Entscheidungen. Es vorziehen, niemanden hier zu haben, der gesehen hat, wie Menschen enthauptet und wie ihre Köpfe in Mülleimer geschmissen werden. Ich glaube nicht, dass das die Art von Person ist, die man gerne wieder in seinem Land haben will. Auch in Londons muslimischer Gemeinschaft ein Verbrechen begangen hat, sollte sie in dieses Land zurückgebracht und vor Gericht gestellt werden. Sie inhaftiert werden. Und wenn sie danach entlassen wird, sollte man sie streng überwachen. Jemima Begum ist eine von vielen. In ganz Europa wird derzeit über die Rückführung besiegt. Aus Berlin hieß es zuletzt, jeder Bürger mit deutschem Pass habe grundsätzlich das Recht auf Wiedereinreise. Doch schwierig werden. Aus Mangel an Informationen und wegen der unübersichtlichen Lage. Im EU-Parlament könnten nach der Wahl im Mai deutlich mehr Europaskeptiker und Kritiker vertreten sein als bisher. Populisten derzeit die größten Zugewinne, die europäischen Volksparteien und die Sozialdemokraten hingegen Verluste. Kirsten Ripper berichtet. Nach einer ersten Umfrage vor der Europawahl behalten die konservativen Christdemokraten die Mehrheit der Sitze. Den stärksten Anstieg 14% der Stimmen erreichen könnten. Hinter den Christdemokraten mit 26%. Die Rechtspopulisten um Marine Le Pen, der sich die deutsche AfD anschließen
stärkste nationale Einzelpartei würde der Umfrage nach Merkels CDU-CSU mit 29 Sitzen, die mit 27 Sitzen. Zur Fraktion der Rechtspopulisten im neuen Europa Verluste der Sozialdemokraten sind auf das Ausscheiden der Briten nach dem Brexit zurückzuführen. Die Europawahl am 26. Mai statt. Keep calm and have a whiskey, sagen sich so manche. Die neuen Brennereien auf der Insel Islay vor der Westküste Schottlands gravierende. Die Insel Islay vor der Westküste Schottlands gilt als Whisky-Schlaraffenland. Her. Euronews-Reporter Damon Emling hat einen der Whisky-Hersteller besucht. Nicht um die schottische Spezialität zu verkaufen, sondern um Brexit zu sprechen. Der schottische Whisky ist ein großes Geschäft. 2017 Milliarden Euro aus. In 2017 exports totaled more than 5 Nahrungsmittelausfuhren. In diesem Wirtschaftszweig arbeiten 40.000 Menschen. Der bevorstehende EU-Vertrag sieht aus, dass ein Ausscheiden ohne Abkommen die Lieferung, die Preise und den gesetzlichen Schutz könnte. Die Brookleddy-Brennerei beschäftigt 80 Menschen. Ausgeschenkt werden Getränke nicht nur auf der Insel, sondern auch in anderen Teilen Europas. Wir sind wegen rechtlicher Kosten. Im Augenblick ist es bedrückend, dass wir so nah am Austrittstermin sind, aber leider. Die Brennerei hat vieles überdauert. Familienfäden, Wirtschaftskrisen, Das gibt uns das Selbstbewusstsein, dass unsere Erzeugnisse weltweit überleben werden. Die schottische Whisky-Industrie ist stark genug, um das zu überstehen. Es wird nur seine Zeit dauern. Um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen, bietet die Brennerei Whisky-Verkostungen an. Schon Alan Logans Vorfahren machten in Whisky. Und so soll es bleiben, sagt er. Wir wissen nicht, was uns bevorsteht, aber wir sind guter Dinge, dass unsere Rücklagen der nächsten Generation wir heute herstellen, übernehmen wird. Wasser des Lebens, so nennen Schotten und Iren ihren Auf Islay ist der Whisky auch aus einem anderen Grund Lebenselixier. Wir auf dem Trockenen sitzen. Abgeordnete der britischen Sozialdemokraten sind aus Protest gegen Parteichef Jeremy Corbyn. Nur knapp 6 Wochen vor dem Brexit gibt es einen Paukenschlag bei der britischen Labour-Partei. Aus Protest gegen Corbyn sind am Montag 7 prominente Mitglieder aus der Partei ausgetreten und wollen nun eine unabhängige Gruppe im Parlament gründen. Die Abgeordneten kritisieren vor allem den Brexit-Kurs und den Umgang mit antisemitischen Tendenzen. Die Werte, die mir am immer wieder verletzt, untergraben und angegriffen, da die Labour-Partei heute ablehnt, meine Wähler und unser Land vor Parteiinteressen. Ich bin heute auch zu dem Schluss gekommen, dass sie antisemitisch ist. Dass die Labour-Führung sich daran beteiligt, den Brexit umzusetzen, was unserem Land großen wirtschaftlichen Jeremy Corbyn und seine Vertrauten sind bei so vielen internationalen Fragen bis hin zu Venezuela. Eine Labour-Regierung unter Corbyn würde unseren Interessen gefährden.
Kürzlich stellte Corbyn seiner Partei in Aussicht, falls sie beim Brexit eine Zollunion und eine Anbindung an den EU-Binnenmarkt akzeptiere. Strikt ab. Seit Jahrzehnten schwirrt der Konflikt um Missbrauchsvorwürfe innerhalb der katholischen Kirche. Nun hat Papst Franziskus ab Donnerstag zu einem dreitägigen Spitzentreffen Vatikan geladen. 190 hochkarätige Geistliche werden erwartet, wie die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen und Vertreterstellen, um sexuellen Missbrauch von Kindern dauerhaft zu verhindern. Ob es sich nun um kriminelle oder böswillige Komplizenschaft oder ein Trauma in seinem Anfangszustand, davon müssen wir absehen. Dieses wichtigen Treffens um Transparenz drehen. Es ist notwendig, das Schweigen zu brechen und diese Konfrontation wird uns freimachen. Konkrete Taten dürfen allerdings nicht erwartet werden, denn bindende Beschlüsse Die Delegation der europäischen Opposition nach Venezuela gereist, um sich selbst ein Bild von der Lage in dem südamerikanischen Krisenstaat zu machen. Doch Präsident Maduro will offenbar im Guaido keine Zuschauer. Venezuelas Regierung hat 5 Europaabgeordnete verweigert. Sie wurden vom weitgehend entmachteten Parlament eingeladen und wollten sich mit dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido treffen. Das Europaparlament hatte ihn Ende Januar anerkannt. Unsere Pässe haben sie eingezogen. Weder wurden wir über den Grund der Ausweisung informiert, noch nicht. Wir sind auf Einladung der venezolanischen Nationalversammlung. Ein international anerkanntes Gremium, selbst Maduro erkennt es an. Es ist ein internationale Delegation, die Interimspräsident Juan Guaido besuchen wollte. Es geht hier nicht darum, uns nicht reinzulassen. Ich will, dass Juan Guaido Politiker von außerhalb des Landes zu Gesicht bekommt. Wenn ein Diktator in Venezuela die Fenster schließt und das Licht ausmacht, dann geht er von Worten zu Taten über. Der Fall der 800-Meter-Olympiasiegerin Nationalen Sportgerichtshof in Lausanne verhandelt. Die dreimalige Weltmeisterin des Leichtathletik-Weltverbandes, die Testosteron-Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit Intersexualität. Generalsekretär des Sportgerichtshofs, Mathieu Rieb. Hoffentlich kann das Gremium die Anhörung bis Freitagabend abschließen. Dann findet eine etwa 4-wöchige Beratung zwischen den Mitgliedern des Gremiums statt. Die endgültige Entscheidung wird dann bekannt gegeben. Semenya steht seit Jahren im Mittelpunkt einer Debatte über Intersexualität. Mit ihrem WM 2009 in Berlin hatte Semenya die weltweite Diskussion um Chancengleichheit und die Würde von Athleten ausgelöst. Die Regierung in Südafrika unterstützt die 28-jährige Athletin. Der katholischen Kirche. Wegen der laufenden Verfahren sollte der Kinostart in Frankreich verhindert werden. Anlaufen. Näheres dazu von Jule Schaar. Prize goes to Grâce à Dieu. Filmemacher François Ozon hat gleich doppelt Grund zur Freude. Bei der Berlinale für Grâce à Dieu. Jetzt steht fest, sein Missbrauchsdrama kommt am Mittwoch wie geplant in Frankreichs Kinos. Prénat hat er den Kinostart zu verhindern versucht. Prénat werden sexuelle Übergriffe in mehr
Jahren an minderjährigen Pfadfindern in Lyon vergangen haben. Grâce à Dieu arbeitet eben dies. Einer Vorverurteilung seines Mandanten gleich, denn der Prozess gegen den Priester hat noch nicht begonnen. Kirche. Seit Januar steht der Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, vor Gericht. Die meisten Missbrauchsvorwürfe seien grâce à Dieu, Gott sei Dank, verjährt und Überblick. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Informationen und Hintergrundberichte finden Sie auf unserer Webseite und in den Sozialen Netzwerken.